Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Dust. Längere Pause. Wir schauen uns hier mal weiter in dem Schneegebirge um. Und sollen wir nochmal eben schauen, welche Quest wir haben. Wir suchen nämlich... wir wollen uns mit Ginger treffen hier im Norden. In dieser schönen, verschneiten Welt. Aber trotzdem ist uns ein wenig unwohl dabei. Schauen wir mal. Oh, hier geht's raus. Ja, okay. Oh, wir könnten auch mal eben... Wo ist der verborgene Hain? Da hätten wir noch eine Quest zu erledigen. Da waren wir noch gar nicht. Sollen wir uns den mal eben anschauen? Oder schauen wir erst, wie es weitergeht und gucken da nachher mal rein? Ich schau mal kurz. Der verborgene Hain kann ja eigentlich nicht so groß sein für eine Nebenquest. Oh, hier geht's. Nach hinten. Oh Gott. Eieiei. Okay, jetzt geht's los. Dornen. Komm mal mit, ich zieh dich mal eben hier rüber. Oh, dahin kriegen, das wird aber hart. Erstmal weiter gucken. Ups. Such mal, ich glaube, ich habe zumindest kein... Genau, runter. Ich hoffe, ich habe kein enges Zeitlimit. Stopp und nach unten. Schaffst du das allein? Ha! So, gucken wir mal hier. Schade. Ich denke, ich hätte da oben lang gemusst. Eingang. Ah, hier waren wir. Also, man kommt zumindest nicht zufällig raus, so wie es aussieht. Ja, mal gucken, wie ich das schaffe, da oben hinzukommen. So einfach. Und das sieht doch schon so aus, als wenn das jetzt intuitiv der richtige Weg gewesen wäre. Hoffe ich. Aber wir sind noch nicht durch. Nein, schade. Wir gehen mal so weit wir können. Und finden einen Schlüssel dabei. Ah, hier sind wir wieder hier. Ich hoffe, wir müssen das nicht jedes Mal sprengen. Nein. Ah, okay. Den Sprung hätte ich mir sparen können. Aber das Geräusch von dem Schrei war mal wieder Hammer. Nee. Okay, jetzt müssen wir da reinkommen. Wenn ich, ne, klettern ging nicht. So, ein Speicherpunkt. Scheint tatsächlich eine kurze Map zu sein. Ich speichere mal irgendwo. Ich habe inzwischen ziemlich viele Speicherstände. Ah, da sind wir. Are you Sarahi? Don't worry, I'm a friend. Please, just stay back. Sarahi! Mosca? Mosca, is that you? Yes, Sarahi, it's me. Oh, Mosca. Denim was destroyed. Everyone was killed. I was so scared. You don't have to worry anymore, Sarahi. My friend Dust here, he stopped that menace in Denim. Those monsters destroyed my home, Mosca. I don't know what to do. We'll go back to Aurora, okay? You and me. We'll figure something out. Will you two be all right? I think so, Dust. Thank you for everything. A single survivor in the whole village. One is better than none. Come on, let's get out of here. Und eine Mission beendet. Können wir die noch abgeben? Oder reichte das jetzt schon? Jetzt haben wir zwar einen Teleportstein bekommen. Ich bin fast versucht, da mal eben runterzuspringen. Gucken, was da passiert. Ich speichere vorher ab. Das vielleicht eine Abkürzung ist oder eine versteckte. Könnte ja sein, ne? Ich denke, ah, schade. Es ist vielleicht auch einfach.
Sag mal, seht ihr das? Da hinten schwimmen Fische. Das soll aber auch Wasser sein. Okay, dann gilt es. So, zurück. Dann nehme ich nicht den Portstein. Den sparen wir uns. Da gibt es viel zu wenige von, um den hier so rauszuhauen. Hier können wir ganz einfach abkürzen. So. Okay, dann mal wieder in die Eisengefilde von Schwarzmoorbergen. Hier haben wir uns ja schon mal ein bisschen umgeschaut letztes Mal. Na? Hey, was soll das denn? Schauen wir mal, was uns hier noch erwartet. Und beziehungsweise wo wir Ginger findet. Oh, die Hoppelhäschen. Ach, die Wölfe, genau. Die waren ja noch etwas stärker. Wird mal wieder Zeit für neue Ausrüstung. Die gehen noch mit. Also da brauchen wir noch mehr als zwei Schläge. Das kann ja nicht sein. Na, erstmal wieder an die Steuerung reingucken. Ich mach mal jetzt ein bisschen was mit dem Schwert. Das wollte ich ja eh mal trainieren. Und wie benutze ich hier nochmal unsere Dame? So nicht. Genau so. Jetzt können wir dann auch wieder ein bisschen stunnen. Blocken haben wir auch mal gemacht. War wohl eher zufällig. Ihr blöden Wintertrolle. Gebt mir was ab. Es kühlt. So, wie weit waren wir denn letztes Mal? Ich glaube noch ein Stückchen weiter, ne? Zumindest ist die Karte noch aufgedeckt. Oh, schnell, 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 schnell. Ah, da oben. Wir waren sogar schon kurz vorher. Na kommt, wo seid ihr alle? Ich wollte doch noch mit euch spielen. Ja, mit euch. Nicht wegrennen. Was hatten wir eigentlich letztes Mal für eine Kraft bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die Blitze fand ich aber immer noch besser, ne? Oder gab es überhaupt eine neue? Ah ne, die Blitze war noch die letzte. Ja, ich erinnere mich. Nehme ich mit. Mein liebes Boot, Plattform, Fliegedings. Oh, Plattform, Stacheln, Abgründe. Ich hasse. Ach, ihr werdet euch bestimmt totlachen, wenn hier mal die schweren Jump'n'Run-Stellen kommen. So, ich würde sagen, wir gehen mal erstmal zum Questgebiet. Schauen uns die Gegend später an. Wobei hier noch einige Truhen versteckt sind, wie man an den Kreisen erkennt. Hey, die haben mein... Ah, die haben sie nicht. Die Frucht hat überlebt. Jetzt aber nicht mehr. Schade. Was hat uns denn da jetzt getroffen? Nein! Uiuiui. Ich habe vergessen, man muss ein bisschen vorsichtig sein in diesem Spiel. Wo war die automatische Speicherung hier? Ja, okay, müssen wir uns nochmal einmal eben hocharbeiten. Machen wir dann jetzt aber im Schnelldurchlauf. Erfahrung kriegen wir da oben bestimmt noch genug. Aber der Treffer war trotzdem seltsam. Da war gar kein Viech in der Nähe. Der erste, der uns da runtergeholt hat. Aber die Wölfe sind schon nicht schlecht. Die lassen sich nicht so einfach wegstunnen wie die anderen Zombies vorher. Da bin ich immer noch ein bisschen dran gewöhnt, sag ich mal. Die waren ja echt ein wenig langsamer. Aber die hier, und die kreisen einen hier vor allen Dingen auch schön ein immer. So, Rache. Loot einsammeln, geh weg.
Aber ich glaube, man kann den Knurrer als Anlass nehmen, auf der Hut zu sein, ne? Naja, die knurren vorher. Also alle Attacken werden angekündigt. Jemand, der besser mit einem Controller umgehen könnte, könnte die Angriffe bestimmt blocken. Aber blocken. Pah. Blocken ist das für Mädchen. So, wir müssen unsere Fähre wieder nehmen. Na, nehmen wir die nächste. Ich will die Hoppelhäschen mitnehmen. Schon ewig nichts mehr gegessen hier. Oh, der Sturm. Das was damit zu tun? Also die Gegner werden weg, ich komme da nie ran. Komm, werd wieder schwächer, Sturm. So, oh ne, hier ist mal, sind wir in der Höhle. Da geht's mit dem Sturm. Ich nehme das Ding mal wieder mit hier. Auch wenn ich denke, wir rennen in die nächste, das nächste Bombending hier. Ich versuche mal, na, okay. Diesen Angriff sollte ich mit dem Ding nicht machen. Holen wir die Frucht nachher. Machen wir erstmal den Weg klar. Wir sind schön in der Ecke, da können wir nicht umzingelt werden von komischen Wölfen. Wir haben noch gar keinen Loot von den Wölfen bekommen, ne? Also Items zum Craften. Irgendwas fehlte uns da ja noch Tolles. Wenn ich mich richtig entsinne. Muss mal drauf achten, wenn ich irgendwas Neues gucke, dann schaue ich gleich nochmal rein. Ich habe schon lange keinen Plan mehr gefunden. Hier in der Gegend auch noch gar nicht. Nein, in die falsche Richtung geschlagen. Na, total aus der Übung hier. Na, kommst du hier, du Hüpfer. Ein kleines Zeltlager, ein Lagerfeuerchen. Ist mal endlich schön warm hier. So, mal oben. Ich glaube, entweder muss ich Fidget stärker machen oder ich muss hier tatsächlich mit den Blitzen aufhören. Ich meine, das Stun ist zwar ganz praktisch, aber bei den harten Gegnern sorgt es eigentlich nur dafür, dass die aus meiner Reichweite verschwinden. Sollen wir mal auf Feuer gehen? Hey, Level up. Ich esse nochmal ein Brezel und ich gehe mal wieder auf die ersten Schüsse. Die sind schadenstechnisch etwas stärker. Hey, da oben geht es auch noch lang. Aber die sind nicht zielsuchend. Wie komme ich da oben hin? Na, das gucken wir auch nachher. Ich verteile mal eben hier unseren Kampfstein Gesundheit Rengwar. Da haben wir gesagt, das ist mittlerweile auch ganz praktisch. Aber ich denke, ich gehe mal trotzdem jetzt erst nochmal einmal auf Def und Angriff. Wie viel regen wir nochmal? Regen wir überhaupt noch? Ja, ne? Ja. Aber langsam. Müssen wir ein bisschen verhindern, dass wir getroffen werden. Sagt er und rannte in den nächsten Gegner. So. Du lebst ja immer noch. Loot hier. Finden wir unsere Kleine hier. Zumindest gibt es schon mal einen Speicherort. Wo haben wir denn noch was Tiefes da? 51%. Die könnte man doch eigentlich ganz gut farmen, oder? Oh, oh, oh. Stacheln links und rechts. Und unser nächster Gegner. Kein Boss, sondern nur ein Wesen. Das lässt uns auf jeden Fall nicht raus. Und wir können es in die Stacheln schubsen. Es uns vielleicht auch. So, von wegen lässt uns nicht raus.
Wir haben noch nicht so richtig gesehen, was es kann. Aber ich bin auch noch gar nicht so scharf drauf. Yeah, take that, Mimi. Don't hold back, Fidget. Na, komm hier, so. Ja, okay. So. Doppelsprung. Hey, super. Das löst unser Höhenproblem, würde ich mal sagen. Ein Miniboss. Ich denke, wir werden ihn gleich nochmal erleben. Oder noch öfter. Jetzt können wir doch mal richtig schön erkunden, so langsam. Das ist das erste Spiel, wo man den Doppelsprung nicht als erste, zweite oder dritte Fähigkeit kriegt, oder? Sterbt ihr, Wolf, Kobold, Hunde, Viecher. So, hier ist noch ein Schlüssel. Können wir wieder richtig Schlüssel sammeln auch. Aber schon länger keine. Oh oh. Den Ring nehmen wir natürlich mit. Der Ring der Geduld. Mal gleich mal gucken, was der bringt. Ich schaue noch mal, was wir hier oben so finden. Explodierviecher. Oh, jetzt wird's. Ah, ich wollte gerade sagen, das sind gar keine Plattformen, die einstürzen. Aber doch, es sind Plattformen, die einstürzen. Gar kein Problem für uns. Wir haben jetzt einen Doppeljump. Wir können überall hin. Wir können fliegen. Ich habe das Gefühl, wir sind sogar richtig. Einmal tun. Oh, das wird auch schneller mit der Zeit hier, glaube ich. Wieder ein Ring des Wissens. Jetzt schauen wir uns aber doch mal die Ringe an. Der Ring der Geduld haben wir sogar schon gefunden. Tragen wir zweimal. Brauchen wir den Bauplan nicht unbedingt. Können wir verkaufen. Aber der ist doch noch nett. Der erhöht so ziemlich alles. Regeneration. Hat er auch doppelt so viel, den brauchen wir. Können wir uns sogar leisten. Ist das nicht der Hammer? Den hätte ich gerne nochmal. Oder tragen sogar nur einen Ring? Nee, ne? Ja, wir können zwei Ringe tragen. Nochmal. So, schauen wir nochmal eben. Was wollten wir denn hier bauen? Gar nichts. Brezel können wir vielleicht mal eben durch die Muffins wieder tauschen. Da haben wir ein paar mehr von. Haben wir hier noch eine neue Flasche gehabt? Ja, der hier. Und da fehlt uns noch dieses schwarze Kugel. Was immer das ist. Hier wollte ich nicht tauschen wegen der Regeneration. Gut. Also wir brauchen schwarze Kugeln. Uiuiui. So, damit sind wir dann wieder schnell da unten. Und müssen da hinten hoch für unser nächstes Ziel. Aber noch eine Kiste. Vielleicht mit schwarzen Kugeln. Nein, aber ich habe gerade Badeanzug gelesen. Einen Schneeanzug, der Regeneration und Verteidigung bringt und aber noch Ressourcen braucht, die wir uns kaufen können. Tatsache. Die können wir aber noch nicht kaufen. Okay, aber müssen wir immer warten, bis die... Ah, fast geschafft. Bis die... Shops wieder aufgefüllt sind. Hier gibt es auch noch eine Truhe, die sich bestimmt mit dem Doppelsprung erreichen lässt. Ist er tot? Ja. Hier geht's hoch. Für die war nochmal genau die in die Luftschlag-Kombo. Geht weg hier. Also langsam bin ich wieder ein bisschen besser drin. Ja, geht das schon.
mit dem Rumprügeln hier. Na, ich bin da oben. Hier ist schon das nächste Ziel. I don't think you're double jumping over that. Stupid avalanches ruin everything. Go ahead, name me one good thing an avalanche has ever done. Well, now that you mention it, this might be a crazy idea, but maybe we can clear some of the snow off of that mountainside. You mean make another avalanche? That's the idea, yes. You're crazy. I love it. Really? Do I need to be the voice of caution here? Need I explain how creating an avalanche puts us all in danger? It's really the only way, Aura. Yeah, Aura, it really is. Is it? It is. Very well. Let's do this thing. Juhu, das halte ich ja für einen super Plan. Den würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, euer Schumbach.